Hello everyone and welcome to my vlog this Wednesday. Today I'm going to talk about English books. Some of them are really good and some, well, rather not. Und das war Englisch. Klingt komisch, ist aber so. Denn heute geht es um englische Bücher. Oder eher um meine englischen Bücher. Und zwar werde ich häufig von euch gefragt, warum ich überhaupt auf Englisch lese. Und ich dachte mir deshalb, ich mache einfach mal ein ganzes Video drüber. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Und ich glaube, angefangen auf Englisch zu lesen, habe ich tatsächlich mit den Harry Potter Büchern. Das war der einfache Grund, weil ich nicht warten wollte, bis die deutsche Übersetzung rauskam. Ich war damals einfach so drin in der Geschichte, da musste es so schnell wie möglich weitergehen. Und ja, deshalb habe ich damals das erste englische Buch zur Hand genommen. Naja, und seitdem lese ich eigentlich sehr viel auf Englisch. In den letzten Jahren vor allem. Und es hat viele Gründe. Zum einen natürlich, wie ich gerade schon bei den Harry Potter Büchern erwähnt habe, weil ich nicht warten kann, bis ein dritter Teil rauskommt oder der nächste Teil oder irgendwie sowas. Das hatten wir zum Beispiel bei den Hunger Games, dem letzten Teil. Da habe ich mich im Nachhinein zwar ein bisschen geärgert, weil ich habe die ersten beiden jetzt auf Deutsch als Hardcover und den dritten als englisches Taschenbuch. Aber ich konnte einfach nicht warten und deshalb habe ich es mir gekauft. Ein weiterer Grund, warum ich sehr, sehr gerne auf Englisch lese, ist, weil es unheimlich viele Bücher gibt, die ich super interessant finde und die erscheinen leider gar nicht in Deutschland oder werden erst in ganz, ganz ferner Zukunft hier erscheinen. Und ja, das finde ich dann immer ein bisschen ärgerlich. Und ich kann ja Englisch, also denke ich mir, gut, dann liest du das jetzt auf Englisch. Ein gutes Beispiel dafür, ich glaube, das Buch habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt, wäre Void von Rhiannon Lassiter. Eine der besten Science-Fiction-Trilogien, diesmal hier in einem Buch, die ich in den letzten Jahren gelesen habe. Und das ist leider nie auf Deutsch erschienen, obwohl das Buch schon relativ alt ist. Von daher bin ich auch da sehr froh, dass man ausweichen kann auf die englischen Bücher. Naja, und der dritte Grund, warum ich ab und zu gerne auf Englisch lese, ist ganz einfach, dass ich finde, dass viele, viele englische Bücher unheimlich tolle Cover haben. Ein Beispiel dafür wäre hier The Dead and the Gone von Susan Beth Pfeffer. Das ist ja auch auf Deutsch erschienen, also diese Reihe Die Welt, wie wir sie kannten. Und ich finde einfach die englischen Cover unheimlich schön, weil die glänzen und die haben so ein, wie nennt sich denn das, Reliefdruck irgendwie. Und das macht sich eigentlich im Regal einfach irgendwie viel schöner als die deutschen Ausgaben. Deswegen greife ich da auch ab und zu ganz oberflächlich, einfach wegen des Covers, schon mal zur englischen Ausgabe. Tja, und ich weiß nicht, wie gut man das jetzt sehen kann, aber dieses ganze Regalbrett hier ist zum Beispiel ein Brett voll mit englischen Büchern. Ich habe natürlich noch mehr, weil ich habe meine englischen Hardcover in einem extra Regal und ich habe noch bei meinen Eltern ganz viele liegen. Aber hier habe ich so die Taschenbücher und für gewöhnlich sind das eigentlich alles so Jugendbücher, Dystopie, Fantasy. Was haben wir noch? Ein bisschen Chick-Lit, ein bisschen Contemporary, Young Adult, Kram. Aber auch Klassiker. Und zwar stelle ich dafür mal kurz die Kamera hoch. Hier habe ich meine Klassiker. Da habe ich zum Beispiel ganz viel von Oscar Wilde, weil ich liebe Oscar Wilde und tatsächlich wurden ganz viele seiner Stücke nicht wirklich ins Deutsche übersetzt. Und der Mann ist einfach so unheimlich lustig. Im Original kommt das nochmal viel besser rüber als, naja, übersetzt. Und das gleiche gilt zum Beispiel auch für Fyodor Dostoevsky, Edgar Allan Poe. Ich finde einfach, gerade Klassiker, nicht mal unbedingt welche, die im Original Englisch sind, weil Fyodor Dostoevsky ist ja ein Russe, der hat nicht auf Englisch geschrieben. Aber auch dort ist es so, dass die Sätze einfach viel prägnanter und ja, klarer rüberkommen und es macht einfach viel mehr Spaß, einen Klassiker auf Englisch zu lesen, wenn ihr mich fragt, als auf Deutsch, weil das manchmal einfach nicht besonders schön übersetzt ist. Naja, aber natürlich ist ein Buch nicht gut, nur weil es auf Englisch geschrieben ist. Ich habe auch dort viele, viele Flops mittlerweile doch in die Hände bekommen. Und eins zum Beispiel ist Swoon von Nina Malkin. Und da hat mich das Cover einfach angesprochen. Ich finde, das war von der Farbgestaltung her sehr schön. Es sieht irgendwie sinnlich und geheimnisvoll aus. Und naja, es ist auch eine Fantasy-Geschichte. Es soll um Geister gehen. Nur leider irgendwie war das Buch der absolute Horror. Es ist auch auf Deutsch erschienen, also vielleicht habt ihr es schon mal in die Finger gekriegt, ich weiß es nicht. Aber ich habe mich sehr, sehr selten bei einem Buch bis jetzt so unglaublich aufgeregt wie bei diesem Buch, weil einfach die Protagonistin und vor allem auch der Protagonist unfassbar bescheuert sind. Die ganze Thematik des Buches ist auch noch meiner Meinung nach total daneben. Es kommen verschiedene Messages rüber, die so nicht sein sollten, zum Beispiel Drogen nehmen.
ist okay, ist super. Wilde Orgien feiern mit 16 kann man das schon mal machen, ist völlig normal. Ich weiß nicht, also das hat mir überhaupt nicht gefallen, obwohl ich ja jetzt nicht so der Moralapostel bin, aber ich finde, man muss es nicht unbedingt auch noch verherrlichen oder verharmlosen. Und naja, von daher, dieses Buch war der absolute Flop. Aber es ist ja so, wo die Flops sind, da gibt es auch die Tops. Und empfehlen kann ich euch zum Beispiel dieses Buch hier, We Hear the Dead. Da geht es, das ist eigentlich ein historischer Roman, ist aber ziemlich lustig geschrieben, ziemlich interessant, denn da geht es um Schwestern, die so tun, als wenn sie mit Geistern sprechen können und ja, als Geisterbeschwörerin sich einen Namen machen und damit ihr Geld verdienen. Das Ganze beruht tatsächlich auf wahren Begebenheiten und ist unheimlich gut. Also dieses Buch ist nie in Deutschland erschienen. Ich habe mich darauf eingelassen, wusste nicht so recht, worum es geht. Ich war die ganze Zeit davon überzeugt, es handelt sich um eine Fantasy-Geschichte. Und habe erst ziemlich spät hinterher mitbekommen, dass es ein historischer Roman ist. Ich mag ja eigentlich überhaupt keine historischen Romane. Aber dieser hier ist zum Glück nicht trocken. Es ist nicht dieses 0815, ja, weiß ich auch nicht, arme Magd verliebt sich in reichen Prinzen oder so. Wir haben hier auch nichts über eine Frau, die irgendetwas Grandioses erfindet und die Welt revolutioniert. Nein, wir haben hier wirklich nur die Geschichte über drei Schwestern, ihren Lebensweg. Und vor allem eine der drei Schwestern wird hier hervorgehoben. Und es war sehr, sehr witzig zeitweise. Es war wirklich interessant und spannend. Dann fragt ihr mich noch häufig, wenn ich erzähle, dass ich Klassiker gerne auf Englisch lese, welche man denn da gut lesen kann, vielleicht auch gerade zum Einstieg. Und da stelle ich euch jetzt auch noch ein paar vor. Und zwar habe ich hier einmal The Secret Garden von Frances Hodgson Burnett. Eine meiner Lieblingsautorinnen ebenfalls. Vielleicht kennt ihr die Filme. Es gibt ganz, ganz viele Kinderfilme von ihr. Der kleine Lord zum Beispiel oder auch eben Der geheime Garten. Und ja, dieses Buch ist relativ einfach zu lesen. Es ist eine wirklich schöne Geschichte. Geht sehr ans Herz, weil es ist eben eine Kindergeschichte, aber trotzdem auch für Erwachsene sehr interessant. Es geht um ein Mädchen, das relativ verwöhnt aufgewachsen ist. Sie ist noch relativ jung, muss dann aber, weil ihre Eltern versterben, zu ihrem Onkel ist das, glaube ich. Und der hat einen Sohn, der die ganze Zeit im Bett liegt, der angeblich schwer krank ist und naja, der halt praktisch in seinem Zimmer gefangen ist. Und sie freundet sich mit diesem Kind an. Und sie entdeckt einen geheimen Garten auf diesem Anwesen ihres Onkels. Und mit dem Jungen zusammen bepflanzen sie den Garten und arbeiten dort drin. Und naja, es ist eben eine sehr, sehr schöne Geschichte über Freundschaft, über Mut und auch über den Wert des Lebens. Dann, um zu meinem Oscar Wilde zu kommen, den kann ich natürlich nicht ganz übergehen, eins meiner Lieblingsstücke von ihm, The Importance of Being Earnest. Ihr seht es, das ist unheimlich dünn, man kann es sehr, sehr leicht und sehr, sehr schnell vor allem weglesen. Wenn man also gerade erst anfängt mit Englisch und denkt so, oh nee, ich weiß nicht, ob ich mich an ein dickes Buch rantraue, dann ist vielleicht genau das richtig. Es enthält unheimlich viel Wortwitz, schon der Titel ist ja wirklich witzig gemeint. Denn der Titel heißt ja übersetzt so viel wie die Wichtigkeit, ehrlich zu sein. Earnest ist ja ehrlich und das kann man im Deutschen gar nicht so übersetzen. Im Englischen ist es aber auch gleichzeitig ein Name. Und ja, diese Geschichte ist eine Verwechslungsgeschichte. Es geht um einen Typen, der sagt, er hieße Ernest, weil er eine Frau kennenlernt, die sagt, sie hätte gerne einen Ernest. Und naja, indem er ihr das vorspielt, ist er natürlich alles andere als ehrlich. Wirklich lustig gemacht, sehr, sehr viel Witz drin und kann man schnell weglesen. Wenn ihr noch Fragen habt bezüglich englischer Bücher an mich, dann könnt ihr die natürlich gerne unter dem Video stellen und ich beantworte die. Ansonsten war es das erstmal für diesen Mittwoch wieder. Wir sehen uns am Sonntag. Habt eine schöne Woche und macht's gut!